Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ruckzuck leckere Kokosbusserln zaubert. Die genauen Mengenangaben dafür stehen wie immer in meiner Infobox. Zuerst die Eier trennen. Mit den Eigelben könnt ihr leckere Carbonara zaubern. Mein Rezept dafür verlinke ich euch auch in meiner Infobox. Das Eiweiß vorsichtig erwärmen, nicht zu heiß, damit das Eiweiß nicht stockt, und den Staubzucker darin auflösen. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, freue ich mich sehr, wenn du ein Abo hinterlässt und die Glocke aktivierst, damit du kein leckeres Rezept mehr verpasst. Wenn sich der Staubzucker aufgelöst hat, die Kokosraspeln unterrühren. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech und 2 Teelöffeln einfache Busserln formen. Die Busserln kommen jetzt bei 150 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten in das Backrohr. Wenn die Spitzen goldbraun werden, sind eure Busserln fertig. Achtung, nicht zu lange backen, sonst werden sie trocken. Ich hoffe, euch hat mein Rezept wieder gefallen und freue mich bis zum nächsten Mal, eure Kathi.